begrüßen Sie mit mir ganz herzlich hier in Leipzig Dr. Sarah Wagenknecht. Ja. Liebe Freundinnen und Freunde, sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie natürlich auch nochmal. Ich finde das so toll, dass Sie bei dieser Tropenhitze hier sind. Und ich hoffe, dass Sie auch am Ende das Gefühl haben, es hat sich gelohnt. Sie haben ja schon ein ganz tolles Konzert gehört. Und ich muss auch sagen von mir ein herzliches Willkommen. Ich bin immer wieder gern in dieser wunderschönen Stadt Leipzig. Ich bin immer wieder gern in Sachsen, auch weil ich der Meinung bin, das ist so ein schönes Bundesland. Die haben eine andere und bessere Regierung verdient. Sie alle haben eine bessere Regierung verdient. Und die Chance dazu ist am 1. September. Es wird Sie nicht wundern, ich werde natürlich mehr über die Bundespolitik sprechen als über die sächsische Politik, weil man soll ja immer über das reden, wo man sich besser auskennt. Aber ich glaube, Sie haben auch schon erlebt, Adam Bednarski, der Direktkandidat hier in Leipzig, hat ja auch schon einige Dinge gesagt, was er vorhat. Und ich finde, wenn man sich die politische Landschaft anguckt, dann muss man doch sagen, ob im Land oder im Bund, wir brauchen viel mehr Politiker, die Rückgrat haben, die nicht den Wirtschaftsfürsten in den Allerwertesten kriechen, nicht den Konzernvertretern und Interessenvertretern irgendwelcher Lobbys, sondern die sich für die Menschen einsetzen. Und Adam macht das. Und ich drücke ihm so die Daumen, dass er hier das Direktmandat bekommt. Das hat er nämlich wirklich verdient. Und ich weiß noch, wie wir nach der Bundestagswahl gefeiert haben, weil wir eigentlich gar nicht damit gerechnet haben, in Leipzig ein Direktmandat in dem Falle für Sören Bellmann zu kriegen. Und es hat geklappt. Und ich finde, so eine Überraschung, die muss doch am 1. September nochmal drin sein. Also ein Direktmandat hier für die Linke, für Adam. Ich sage Ihnen, das lohnt sich, weil das ist jemand, der kämpft. Und wir brauchen Kämpfer im Landtag, die sich für soziale Rechte und für die Menschen einsetzen, die bei all den anderen Parteien keine Stimme haben. Weil wir endlich eine Politik brauchen, die für die Menschen und für die sozialen Gerechtigkeit sich engagiert. Und das kann ich sagen, das wird Adam machen. Deswegen geben Sie ihm die Stimme, auch die Erststimme, die Direktmandatsstimme. Das ist wirklich wichtig. Ich glaube, viele von Ihnen werden das teilen. Man macht sich doch Sorgen über die gesamte Entwicklung, wenn man so beobachtet, wie sich dieses Land in den letzten Jahren verändert hat. Wie sich das politische Klima verändert hat. Wie es immer rauer wird, immer aggressiver. Wie Menschen auch immer weniger solidarisch miteinander umgehen. Das betrifft im Extremfall natürlich die vielen Hasskommentare in den sozialen Medien, wo man immer mit Entsetzen wahrnimmt, mein Gott, was tobt sich da eigentlich aus? Aber es sind ja nicht nur die sozialen Medien. Und es ist auch nicht nur eine Partei wie die AfD, die Hass schürt, sondern es ist ja eine Stimmung in der Gesellschaft. Und ich finde, das ist wichtig, über die Ursachen dieser Stimmung zu reden. Und das ist einfach zu billig, dafür nur eine Partei verantwortlich zu machen. Weil die Stimmung, diese Kälte, diese Rohheit, die ist doch das Spiegelbild dessen, was sich in unserer Ökonomie, in unserem Wirtschaftsleben, in dem Arbeitsleben ganz vieler Menschen in den letzten Jahren verändert hat. Da geht es doch auch immer aggressiver zu. Da geht es doch inzwischen auch immer weniger menschlich zu. Wenn große Unternehmen knallhart auf Rendite getrimmt werden, wenn jeder Arbeitsplatz wegrationalisiert wird, der nicht unbedingt gebraucht wird, weil die anderen können ja ruhig die Arbeit dann mitmachen, wenn normale, reguläre Arbeitsplätze durch Leiharbeit, durch Werkverträge ersetzt werden. Da kommt doch die Kälte her.
Und deswegen sage ich, dafür sind all die Politiker verantwortlich, die solche Reformen wie die Agenda 2010 durchgesetzt haben, die dazu führen, dass immer mehr Menschen von ihrer Arbeit nicht leben können, dass immer mehr Menschen von ihrer Rente nicht leben können. Wenn man so dieses Land verändert, dann muss man sich auch nicht wundern, dass es viel Frust und viel Unmut und viel Kälte gibt. Und da sage ich klar, die Linke will das nicht. Wir wollen ein Land, wo Menschen solidarisch miteinander umgehen. Wir wollen ein menschliches Land und nicht ein Land, wo nur Profit gemacht wird und nur Rendite zählt. Und deswegen wollen wir hier deutlich stärker Veränderungen durchsetzen in diesem Sinne, hier in Sachsen und auch im Bund, weil ich glaube, das ist dringend notwendig. Und ich meine, eine wesentliche Triebkraft dieser Kälte, dieser Gleichgültigkeit, ist ja auch, dass man es zugelassen hat, dass man die Weichen gestellt hat, all die, die regiert haben in den letzten Jahren, die Weichen gestellt haben, dass immer mehr Bereiche, die früher mal in öffentlicher Verantwortung waren, dass immer mehr Bereiche privatisiert wurden, dass immer mehr Bereiche hemmungslosen Renditejägern überlassen wurden, wo es früher mal öffentliche Angebote gab. Es kann doch nicht wahr sein, und ich finde, damit dürfen wir uns nie abfinden, dass Altenpflegeheime von Finanzinvestoren, von Hedgefonds aufgekauft werden, die daraus ein Profitcenter machen, die einen Reibach machen mit der Pflege alter, hilfloser Menschen. Das ist doch eine völlige Fehlentwicklung. Das ist doch nicht ein Bereich, mit dem man Geschäfte machen kann. Das ist ein Bereich, um den die Gesellschaft sich kümmern muss, weil alte Menschen müssen würdig behandelt werden. Und das geht nicht, wenn es nur darum geht, Profit damit zu machen. Deswegen wollen wir das solche Privatisierungen rückgängig gemacht werden. Das sind Fragen der öffentlichen Verantwortung. Und das Gleiche gilt für Krankenhäuser. Was ist das für ein Irrsinn, wenn ernsthaft darüber geredet wird, wie die Eigenkapitalrendite von Krankenhäusern aussieht? Also eine Gesellschaft, die überhaupt nur darüber diskutiert, wie die Eigenkapitalrendite eines Krankenhauses ist, die ist doch krank. Krankenhäuser sind für die Kranken da und nicht dafür, die Operationen anzubieten, mit denen man das meiste Geld machen kann. Das ist eine völlige Pervertierung des Anspruchs einer Pflege und einer Krankenversorgung. Und auch da ist klar, das geht nicht in privater Hand, das geht nur öffentlich, wenn es auch ordentlich ausgestattet wird. Und dafür setzen wir uns an, für ordentlich gute öffentliche Krankenhäuser, öffentlich und vor allem gemeinnützig geführte Pflegeheime, für eine öffentliche Versorgung in den existenziellen Bereichen, auch bei Bildung, bei all diesen Dingen, wo es nicht um Kommerz gehen darf, sondern wo es darum gehen muss, für die Menschen da zu sein, die diese Leistungen brauchen. Und die sind keine Kunden, die nach ihrem Briefbeutel, nach ihrer Brieftasche zu bewerten sind, sondern sie sind nach ihren Bedürfnissen und ihrer Würde zu behandeln. Und das muss endlich in unserer Gesellschaft wieder Konsens werden, statt dieser idiotischen Politik, die wir in dieser Frage seit Jahren haben. Und diese ganzen Legenden, die sie uns dann erzählen, dass das ja viel effizienter ist und viel besser, dass das ja alles widerlegt inzwischen. Es funktioniert ja nicht. Privatisierte Pflege ist in der Regel schlechtere Pflege, es sei denn, es sind die Luxusheime, wo dann wirklich der Einzelne derart viel zahlt, das sind dann aber eben nur die Heime für die Reichen. Ansonsten wird es schlechter, weil wie erhöht man die Profite, wie erhöht man die Rendite? Na, ist doch völlig klar, man wirft Leute raus, man verdünnt die Personaldecke, man bezahlt die Leute schlechter, die dort arbeiten. Und irgendwann stellt man plötzlich fest, es gibt kaum noch Menschen, die solche harten Jobs zu so schlechten Löhnen machen wollen. Das ist ja ein Kernproblem. Jeder weiß eigentlich, dass wir viel mehr Pflegekräfte bräuchten in den Krankenhäusern, in den Pflegeheimen, dass wir viel mehr Personal bräuchten. Und wenn wir das ansprechen, wir haben das ja mal ausgerechnet, es geht in die Hunderttausende, wenn man wirklich ordentliche Pflege anbietet. Wenn man das im Bundestag anspricht, dann heißt es von Herrn Spahn und anderen ja, aber wenn wir jetzt diese ganzen Stellen, selbst wenn man sie finanzieren würde, man könnte sie ja gar nicht besetzen, die sind ja gar nicht da, die Pfleger. Weil wir haben ja einen Fachkräftemangel. Und da muss ich sagen,
wer das erzählt, der hat nichts begriffen. Weil warum gibt es immer weniger junge Menschen, die sich tatsächlich für solche Berufe ausbilden lassen? Doch nicht, weil das generell irgendwie, weil keiner Lust dazu hat, sondern weil es natürlich klar ist, solange das so miserabel bezahlt wird, wie es derzeit bezahlt wird, ist es natürlich nicht attraktiv, einen solchen Knochenjob zu machen. Und es ist auch nicht würdig, weil ich finde es eine Unverschämtheit, dass Menschen, die so existenzielle Arbeit leisten, und für mich sind Pflegekräfte, Krankenschwestern, genauso wie Lehrer und Kindergärtner, Menschen, die garantiert mehr leisten als alle Investmentbanker zusammen. Und solche Arbeit, die muss ordentlich bezahlt werden, weil sonst macht sie eben keiner. Und das ist gesellschaftlich nicht akzeptabel. Und deswegen kommt mir diese ganze Debatte über Fachkräftemangel teilweise so vor, als würde jemand eine Anzeige schalten, möchte einen Porsche kaufen, biete 5000 Euro. Und dann ist er baff erstaunt, dass niemand ihm einen Porsche für 5000 Euro anbietet, weil es eben keine Porsches für 5000 Euro gibt, es sei denn, die Dinger sind Schrott. Und dann würde derjenige, der diese Anzeige geschaltet hat, in die großen Talkshows gehen und überall erzählen, wir haben einen Porsche-Mangel im Land, weil ich habe eine Anzeige geschaltet, ich habe keine Porsche gekriegt für meine 5000 Euro. Ja, vielleicht hätte er ein bisschen mehr drauflegen müssen. Und genau so ist das doch bei all diesen Berufen. Wenn die ordentlich bezahlt werden, dann gibt es auch genügend Menschen wieder, die das machen und die das auch gern machen. Und vor allem, wenn auch wenn der Stress abgebaut wird. Ich meine, ganz viele Menschen in diesem Bereich, die halten es ja gar nicht über viele Jahre durch, weil dass es so wenig Personal gibt, heißt ja auch für den Einzelnen, er macht sich fix und fertig. Er ist irgendwann am Ende. Ganz viele haben Burnout, gerade in solchen Berufen. Und auch da ist klar, sowohl bessere Bezahlung als auch höherer Personaldecke, das sind existenzielle Fragen, wenn wir in diesem Land möchten, dass gerade die Schwachen, die Kranken, die Alten mit Würde behandelt und gepflegt werden. Und ich finde, ein Land, das sich an humanistischen Maßstäben messen will, das wird eben auch gerade daran gemessen, wie es mit seinen schwächsten Mitgliedern umgeht. Und da ist es in Deutschland schlecht bestellt. Und das will die Linke ändern. Das Gleiche gilt ja auch für viele andere Debatten, wo man jetzt immer dann ganz kleinteilige, minimale Veränderungen schon als großen Durchbruch verkauft, obwohl sie es eben nicht sind. Seit Jahren wächst in Deutschland die Altersarmut. Und die Politiker, die dann in Berlin regieren, die sind dann immer so etwas erstaunt, die Altersarmut wächst. Ja, warum wächst die Altersarmut? Weil seit Jahren die Renten gekürzt wurden. Seit Walter Riester immer wieder Rentenkürzungen. Ist doch klar, dass die Altersarmut wächst. So, jetzt macht die Große Koalition seit einem Jahr diskutiert sie, oder seit zwei Jahren, seit es sie gibt fast, diskutiert sie jetzt über diese Grundrente. Nun sage ich mal klar, es wäre besser, wenn die Grundrente durchgesetzt wird, das heißt 80 Euro mehr als der Hartz-IV-Satz. Aber mein Gott, das ist doch nicht ein Schutz vor Altersarmut, wenn man 80 Euro mehr hat als der Hartz-IV-Satz. Das ist doch letztlich ein Hohn gegenüber Menschen, die ihr Leben lang hart gearbeitet haben. Und es ist auch nicht so, dass es gar nicht anders möglich wäre. Wenn man zum Beispiel nach Österreich schaut, und das war nicht jetzt die Regierung Kurz, das waren die früheren Regierungen natürlich, dann sieht man, dass ein gutes Rentensystem auch bei der heutigen Demografie kein Problem ist. Man darf nur nicht diesen Schwachsinn machen, dass man Renten privatisiert und den Banken ein schönes Geschäft zuschiebt, wie das damals mit der Riester-Rente passierte, sondern die Reform, die in Österreich gemacht haben, war eine andere. Sie haben gesagt, alle zahlen ein. Alle in einen Topf, also nicht nur die abhängig Beschäftigten, auch die Selbstständigen, auch die Beamten, ganz nebenbei auch die Politiker, alle zahlen in einen Topf und im Ergebnis hat ein Durchschnittsrentner 800 Euro mehr. 800 im Monat, nicht 80. Und ich meine, da wundern sich dann SPD und CDU, wie sie dann in Berlin so regieren, immer, warum ihnen die Wähler weglaufen, warum sie so schlechte Ergebnisse haben. Ja, nicht zuletzt deshalb, weil sie genau nicht den Mut haben, zum Beispiel so eine Veränderung durchzusetzen. Die würde wirklich Altersarmut bekämpfen, weil die heute arm sind, wenn die im Trend 800 Euro mehr hätten, dann wären sie meistens dann doch relativ so gestellt, dass sie ihren Ruhestand genießen könnten.
Und das ist auch eine Frage des Respekts gegenüber diesen Menschen, die ja immerhin den Wohlstand mit aufgebaut haben, den heute manch einer da genießt. Und deswegen finde ich, das sind wirklich Fragen, solange die Politik da so ignorant ist, da haben sie auch verdient, dass ihnen die Wähler davonlaufen. Und ich finde, das haben sie auch bei der Sachsenwahl nochmal verdient, dass sie tatsächlich spüren, das, was sie an Politik machen, das ist nicht das, was die Menschen wollen. Und bei der CDU ist es ja im Grunde noch schlimmer. Also die CDU will ja noch nicht mal dieses bisschen Verbesserung mit der Grundrente haben und noch nicht mal diese 80 Euro. Also so eine Partei, die kann man doch wirklich nur zum Teufel jagen. Und ich finde, das ist in Sachsen jetzt auch mal an der Zeit. Und ich meine, wir haben ja alle, oder Sie haben das sicher verfolgt, wie teilweise auch hysterisch in diesem Lande Diskussionen laufen. Auch da war die CDU wieder massiv beteiligt. Im Vorfeld der Europawahl gab es ja plötzlich eine ganz aufgeregte Debatte, weil in Berlin eine Initiative etwas gemacht hat, was, finde ich, beispielgebend ist und was man in vielen anderen Städten auch machen sollte. Sie haben ein Volksbegehren gestartet zur Enteignung der schlimmsten Mietheier, also in dem Falle konkret eines großen Wohnkonzerns, der 18% Rendite macht, damit, dass er den Mieter ausquetscht bis zum Letzten. Und da gibt es ja jetzt dieses Volksbegehren, inzwischen ja auch wirklich sehr erfolgreich gelaufen, wo die Leute sagen, wir lassen das nicht mehr mit uns machen. Und da gab es ja einen riesen Aufschrei, Enteignung, darf man das? Darf man überhaupt über Enteignung nachdenken? Darf man über Enteignung reden? Ist das denn nicht in Deutschland etwas ganz, eine Tabuzone? Um Gottes Willen, Enteignung. Und ich muss sagen, die Heuchelei bei der Debatte, die hat mich wirklich genervt. Weil so zu tun, als gäbe es in diesem Land keine Enteignungen. Nicht von Mietheim bisher, da ist noch keiner enteignet worden. Auch nicht von Quandt oder Klatten, die Eigentümer von BMW sind, keiner von denen. Aber ganz tagtäglich haben wir doch Enteignungen. Als Hartz IV eingeführt wurde, was ist denn Hartz IV anderes als eine knallharte Enteignung, wenn ein 50-Jähriger nach einem Jahr Arbeitslosigkeit alles verliert, was er sich im Leben aufgebaut hat? Das ist doch eine reale Enteignung. Also wer keine Enteignung will, der muss sagen, Schluss mit Hartz IV. Wir brauchen wieder eine ordentliche Arbeitslosenversicherung. Da möchte ich mal, dass Sie solche Schlussfolgerungen ziehen. Oder auch die ganzen Agenda-Reformen. Jeder Vierte heutzutage arbeitet für einen Job im Niedriglohnsektor. Unter oft wirklich katastrophalen Bedingungen müssen Menschen mal lochen und können am Monatsende gerade mal gucken, wie sie irgendwie zurandekommen. Und oft kommen sie es auch nicht. Und auch diese Agenda-Reformen, die dazu führten, dass zum Beispiel der ein oder andere, der vorher einen festen Job hatte, plötzlich sich als Leiharbeiter im gleichen Betrieb wiederfindet, nur eben leider zum halben Gehalt. Das war doch auch eine Enteignung, so viele Menschen in den Niedriglohnsektor abzuschieben. Natürlich ist das eine Enteignung von Millionen Menschen gewesen. Und deswegen, wer keine Enteignung will, der muss sagen, Schluss mit diesen Arbeitsmarktreformen, die einen riesigen Niedriglohnsektor geschaffen haben. Wir brauchen sichere, gut bezahlte Jobs. Wir brauchen einen deutlich höheren Mindestlohn, weil von dem aktuellen kann man in Deutschland nicht leben, kann man in Leipzig seine Miete nicht bezahlen. Also wer keine Enteignung will, der muss da Schlussfolgerungen ziehen. Und auch die ganzen Rentenkürzungen. Klar war das eine Enteignung. Also Menschen, die einzahlen und plötzlich merken, sie kriegen nicht mehr viel raus. Alles Enteignung. Und selbst die Mietentwicklung. Weil wenn Mieten permanent steigen, wenn Menschen aus der Innenstadt verdrängt werden, wenn Familien in die Situation kommen, dass sie ihre Kinder aus der gewohnten Umgebung reißen müssen, weil die Wohnung nicht mehr bezahlbar ist, wenn immer weitere Wege in Kauf genommen werden müssen, weil man einfach in den Innenstädten keinen bezahlbaren Wohnraum mehr findet. Natürlich ist das eine Enteignung. Das ist eine Enteignung von Einkommen, weil je mehr für die Miete weggeht, desto weniger hat man. Und es ist eine Enteignung von Lebensqualität, weil natürlich lange Pendelwege sind ja ein Zeitaufwand, den man plötzlich weder für die Familie noch für Freunde noch für vieles andere hat.
Und auch da muss ich sagen, also Enteignung, das ist das, was wir wirklich haben. Das ist das, was wir täglich haben. Und wenn eine Volksinitiative oder eine Initiative sagt, wir wollen, dass diese Miethaie so nicht weitermachen können, dann ist das eigentlich gar keine Enteignung. Dann ist das ein Bestreben, endlich mal zurückzuholen, was der großen Mehrheit der Menschen über Jahre immer wieder aus der Tasche gezogen wurde. Das ist eigentlich eine Rückgabe und keine Enteignung. Und deswegen ist es ja so sinnvoll, genau das zu machen. Weil man muss ja auch mal darüber reden, wo kommen eigentlich so riesige Vermögen her? Von Milliarden. Kann irgendjemand wirklich sich Milliarden erarbeiten? Kann jemand so viel leisten, dass er legitimerweise ein Vermögen von einer Milliarde oder mehr hat? Wie zum Beispiel diese Geschwister von Quandt und Klatten, denen BMW gehört, aber auch andere, die Peers, die Porsches, viele andere, die tatsächlich in diese Kategorie fallen. Haben die wirklich ihr Vermögen sich erarbeitet? Oder ist nicht, wenn einer Milliarden hat, das immer das Produkt der Enteignung anderer Arbeit? Weil sonst kommt so ein Vermögen nicht zustande. Das haben doch die ganz vielen in den Betrieben, in den Werken, in den Unternehmen geschaffen. Und nicht Leute, die das mal eben über Aktienerbschaften in die Wiege gelegt bekommen haben. Und deswegen fand ich es ja jetzt wirklich bezeichnend. Also es gab ja jetzt eine große Debatte darüber, und das war denen offenbar ein bisschen peinlich, weil das dann dadurch öffentlich wurde, wie viel die eigentlich bekommen. Weil das ist ja viel zu wenig in der öffentlichen Diskussion. Also über Managergehälter wird noch diskutiert. Aber über die Dividenden solcher Milliardäre wird viel zu wenig geredet. Und eine Zahl ist ja jetzt nochmal bekannt geworden, ich will sie auch nochmal nennen. Also allein diese Quandts und Klattens, zwei Leute, bekommen am Tag 3 Millionen Euro überwiesen aus Dividenden aus ihrem Unternehmen, einfach dafür, dass sie die Eigentümer sind, dass sie also diese Aktienpakete haben. 3 Millionen Euro am Tag für nichts, fürs Nichtstun. So, das war denen jetzt offenbar ein bisschen unangenehm. Jetzt haben sie die Offensive gesucht und ein Interview gegeben. Und haben jetzt in der Öffentlichkeit nochmal deutlich gemacht, ja eigentlich diese Dividende, also 1 Milliarde im Jahr, um die ging es doch gar nicht. Das sei ja eher eine Bürde als eine Freude. Und es sei eigentlich, es ginge ihnen ja immer nur um die Arbeitsplätze. Und es würde ja auch niemand mit ihnen tauschen wollen, haben sie dann erzählt. Weil es ist ja so eine schwere Last, wenn man immer 3 Millionen, mein Gott, was soll man damit machen auch? Ne? 3 Millionen jeden Tag ist ja anstrengend, muss man anlegen oder muss man ausgeben, was macht man damit? Also sie haben nochmal öffentlich gesagt, es sei eine schwere Last für sie und keiner würde mit ihnen tauschen wollen. Und da würde ich mal sagen, guter Vorschlag, also wenn das eine Last für sie ist, dann nehmen wir doch ihnen diese Last mal ab. Also hohe Vermögenssteuer, hohe Erbschaftssteuer und Unternehmen sollten sowieso denen gehören, die dort arbeiten und die Werte schaffen. Das wäre doch eine Lösung und die werden erleichtert. Ist doch klasse und würde dieses Land gerechter machen. Und wenn man sich diese riesigen Vermögen ansieht, die sich da stapeln, ist es ja wirklich so, was könnte man alles Gutes mit diesem vielen Geld machen, statt dass es eben in den Händen von einer sehr, sehr kleinen Schicht sich stapelt. Da kann man eben gute Bildung finanzieren, da kann man gute Pflege, da kann man gute Renten, da kann man dieses Land für Millionen Menschen wirklich lebenswerter und menschlicher machen. Und ich finde, das sollte eigentlich der Auftrag von Politik sein in einer Demokratie. Also, wie gesagt, die wundern sich, dass ihnen die Wähler weglaufen. Na, dann sollen sie doch mal für die Menschen Politik machen und nicht nur für eine kleine Schicht von Superreichen, weil die reichen eben nicht als Wählerstimmen. Dafür sind es zu wenige. Also mal Politik für die Mehrheit wäre mal eine neue Idee. Dafür stehen die Linke. Und ich finde, das ist dringend an der Zeit, dass sich das durchsetzt. Und im Übrigen, wenn wir darüber reden, was alles finanziert werden müsste und die anderen Parteien dann gerne sagen, ja, aber das Geld ist ja nicht da, wir haben ja nicht so viel Geld, da muss man natürlich auch immer darauf verweisen, komisch, dass sie für bestimmte Dinge immer Geld haben. Also bestimmte Dinge werden immer finanziert. Also zum einen ist das ja auch so eine Mode,
dass immer Beraterunternehmen jetzt sich irgendwo ausbreiten. Das ist ja nicht nur bei Frau von der Leyen. In allen möglichen Bereichen, McKinsey und irgendwelche komischen Agenturen werden also als Berater angeheuert, um Politiker zu beraten, wie sie also ihr Ministerium führen sollen und wie sie bestimmte Dinge ausgestalten sollen. Hat schon mal irgendeiner gehört, dass es McKinsey um das öffentliche Wohl geht? Und dann werden die sozusagen auch noch die Ratgeber für politische Entscheidungen und kriegen noch Millionen dafür, weil das Geld ist immer da. Und das finde ich wirklich vollkommen irre. Also diese Politiker sollen lieber mal selber ihren Job machen, sich selber Gedanken machen, was sie wirklich wollen, sollen ein gewisses Rückgrat haben, auch mal sich solchen Wünschen der Wirtschaftslobbys entgegenzustellen, statt sich von McKinsey und Co. die Richtlinien ihrer Politik erklären zu lassen. Also ich finde, das ist wirklich eine Geldverschwendung sondergleichen und die kann man sich komplett sparen. Und das Gleiche gilt ja auch immer für diese ganzen Privatisierungen. Immer wird es teurer. Immer nach einer Privatisierung oder diesen sogenannten öffentlich-privaten Partnerschaften, immer wird es teurer für die öffentliche Hand, immer fliegt Geld zum Fenster raus. Und den Vogel hat ja jetzt abgeschossen die CSU, ihre tollen Maut. Niemand in diesem Land wollte diese Maut. Also es gab ja Umfragen und Frau Merkel hatte ja damals auch ganz heroisch gesagt, sie will die Maut auch nicht. Und trotzdem wurde die Maut vorbereitet und trotzdem wurden also auch schon wieder Verträge gemacht, auch wieder mit Firmen natürlich. So, und jetzt ist das Desaster da, die Maut kommt zum Glück nicht, das ist ja erfreulich. Aber es sind wieder irgendwie 50 Millionen mal wieder durch den Schornstein gegangen, weil das, was man jetzt vertraglich zugesichert hat, muss die öffentliche Hand ja zahlen. Und dann glauben die noch, diese Parteien, die seien irgendwie besonders sparsam und reden von der schwarzen Null und tun so, als würden sie keine Schulden machen. Das sind doch die allergrößten Geldverschwender, diese CDU, CSU, die solchen Mist entscheiden, die mit unserem Steuergeld solche Veranstaltungen und solche idiotischen Projekte betreiben. Also ich finde, das kann die Linke besser. Und auch mit dem Geld der Menschen können wir dann besser umgehen als solche Parteien, die so solche Ideen haben und immer wieder vor allem auch das machen, was die Wirtschaft will. Weil das ist meistens für die öffentliche Hand eben das Teuerste. Aber was noch schlimmer als die Maut, weil es da natürlich um ganz andere Summen geht. Wenn ich mir angucke, was Jahr für Jahr auf den sogenannten Verteidigungsetat, also auf den Rüstungsetat, Verteidigung, dafür brauchen wir nicht diese ganzen Panzer und Ähnliches, also auf den Rüstungsetat, auf den Militäretat, wie der jedes Jahr wächst. Also wenn die Ausgaben für Renten und für vieles andere mit solcher Großzügigkeit immer weiter erhöht würden, dann wären wir schon anders drauf. Aber da fehlt ja immer das Geld. Aber bei der Rüstung Jahr für Jahr mal steigt es um 4 Milliarden, mal steigt es um 6 Milliarden. Und wenn es nach Frau Kramp-Karrenbauer geht, soll der sich ja auch erhöhen, nämlich auf das Ziel, was dieser verrückte Trump vorgegeben hat, 2%. Das heißt ja wirklich, dass sich die Ausgaben für Panzer und Waffen verdoppeln sollen. Auf über 60 Milliarden Euro. Also wir sind jetzt schon bei 40, also wir sind jetzt, weil wir ja, irgendwann waren wir bei 30, jetzt sind wir schon bei über 40 und es müsste noch bis weit über 60 steigen. Und keiner von denen, die das betreiben, redet bei dem Posten über Geld, also über Finanzierbarkeit. Da ist alles da, wenn es um Panzer geht, wenn es um Waffen geht. Und das, was Sie uns dann noch erzählen dazu, warum wir das ausgeben müssen, das ist ja wirklich eine Beleidigung der Intelligenz. Also das Gefühl haben Sie da auch manchmal, was Ihnen da erzählt wird, das ist doch irre. Da wird so getan, als wenn wir nicht unsere Ausgaben für all dieses Militär so erhöhen würden, dann stünde also Putin morgen auf diesem Platz hier und würde also uns hier sozusagen in Deutschland überfallen. Und wer das erzählt, der muss sich doch einfach mal die realen Zahlen angucken. Und die realen Zahlen sind ja dramatisch. Schon heute geben die USA, alleine die USA, 700 Milliarden Dollar im Jahr für Rüstung aus. 700 Milliarden. Und Europa alleine, also selbst wenn der Trump sich davon schleicht, wäre sowieso besser und nie wer hier auftaucht. Europa alleine gibt auch schon 300 Milliarden Dollar für Rüstung aus. Und zum Vergleich, das böse Russland, der böse Putin, der gibt 60 Milliarden im Jahr für Rüstung aus. Kann man sagen, ist immer noch zu viel, aber 60 Milliarden stehen auf westlicher Seite
1000 Milliarden gegenüber. Also 700 plus 300. 1000 Milliarden, das ist heutzutage die Summe, die im Jahr von NATO-Staaten für Rüstung verschleudert wird. Und da machen die uns allen Ernstes weiß, im Interesse unserer Sicherheit müssen wir das noch weiter steigern, um verteidigungsfähig zu sein. Das ist doch wirklich eine solche Lügerei, ein solcher Zynismus. 1000 Milliarden, damit könnte man den Hunger auf dieser Welt beseitigen. Damit könnte man so vielen Menschen ein besseres Leben geben. Und die wollen Panzer kaufen, noch mehr als schon bisher. Das ist doch wirklich irrsinnig. Und ich finde auch schon dafür, allein Parteien, die das vertreten, dass das weitergehen muss, die weitere Aufrüstung fordern. Selbst wenn man in anderen Gruppen vielleicht irgendwas von denen gut findet, man kann sie doch schon deshalb wahrlich nicht wählen, sondern man muss doch sich immer wieder wünschen, dass die bei Wahlen eine Klatsche nach der nächsten kriegen, dass sie irgendwann mal vielleicht kapieren, dass das nicht der Weg ist, den die Menschen sich wünschen. Weil es gibt einen großen Profiteur, na klar, das ist die Rüstungsindustrie. Die freut sich immer, wenn die Aufträge steigen, spendet dann auch freudig. Übrigens nicht ganz nebenbei, sie spendet inzwischen nicht nur CDU, CSU, SPD und FDP, sondern sie hat auch einen neuen Spender, einen neuen Spendenempfänger gewonnen und das sind die Grünen. Sollte man auch mal drüber nachdenken. Die Grünen gehören inzwischen zum Beispiel Baden-Württemberg auch zu den Parteien, die sich darüber, wenn sie sich freuen, weiß ich nicht, aber die sich darüber freuen können, dass die Rüstungsindustrie sie schmiert. Und da muss ich sagen, auch deshalb bin ich wirklich stolz darauf, dass ich hier für eine Partei spreche und werbe, wo ich ganz ehrlich sagen kann, die Linke hat noch nie einen müden Euro von irgendeinem Rüstungskonzern genommen und auch nicht bekommen. Und ich finde, das sagt doch viel von über unsere Politik aus. Und ich sage Ihnen, das wird auch so bleiben und es muss auch so bleiben. Und apropos die Grünen. Also klar, meine Hitze hier ist wieder mal so, dass man natürlich darüber nachdenkt, was machen wir mit unserer Umwelt, was machen wir mit dem Klima. Und natürlich muss da was passieren, das ist ja überhaupt keine Frage. Aber ob dieses Anliegen, viele glauben ja, weil die Partei sich grün nennt, dass sie automatisch dann auch wirklich was machen würde für Klimaschutz und Umweltschutz. Aber die das glauben, den kann ich nur raten, gucken Sie sich mal an, was die Grünen da gemacht haben, wo sie mitregiert haben. Voriges Jahr hatten wir eine große Auseinandersetzung in Nordrhein-Westfalen und den Hambacher Forst. Ein alter Wald, wo ganz viele auch junge Menschen hingefahren sind und gesagt haben, der darf nicht abgeholzt werden. Und sie hatten natürlich recht damit. Aber dass da überhaupt die Gefahr bestand, dass dieser Wald auch noch abgeholzt wird, das war eine Entscheidung der Landesregierung, und zwar nicht der jetzigen von CDU und FDP, das muss ich mal zur Gerechtigkeit sagen, es war eine Entscheidung der vorangegangenen Landesregierung von SPD und Grünen. Das heißt, danach haben sie für den Wald gekämpft, den sie vorher zum Abschuss freigegeben haben. Und das führt natürlich auf ein grundlegendes Problem. Es ist ja nicht nur Bösartigkeit, warum die so sind. Wer wirklich möchte, dass diese Wirtschaft, dass unsere Gesellschaft nachhaltig wird, dass wirklich so gewirtschaftet wird, dass wir nicht immer mehr unsere Ressourcen zerstören, dass wir nicht immer mehr unseren Planeten zerstören, der muss eben auch bereit sein und den Mut haben, die Art unserer Wirtschaftsweise, also sprich diesen brutalen und immer entfesselteren Kapitalismus, in Frage zu stellen. Es gibt keinen grünen Kapitalismus. Eine Wirtschaft, die immer mehr auf Wachstum und Verschwendung drängt, die wird nicht grün. Die wird auch nicht grün werden. Und deswegen finde ich, wenn wir über Umwelt reden, wir sollten nicht so viel über Konsum reden, wir sollten über die Art reden, wie wir produzieren, weil das ist nämlich die Schlüsselfrage. Wenn die ganze Debatte nur darum geht, wer ist jetzt sozusagen, kauft im Bioladen und wer kauft nicht im Bioladen. Und dann wird vielleicht noch verächtlich auf Menschen herabgesehen, die sich schlicht den Bioladen nicht leisten können, dass die in keinen, irgendwie kein Umweltbewusstsein hätten oder Ähnliches.
dann muss ich sagen, das ist eine elitäre und arrogante Diskussion. Wir müssen darüber reden, was passiert eigentlich in der Produktion, warum werden so viele Produkte auf den Markt geworfen, die im Grunde nur dazu da sind, kurz anzuhalten und dann kaputt zu gehen. Warum wird so viel Wegwerfproduktion gemacht? Warum haben wir eine Globalisierung, wo einzelne Produkte teilweise dreimal zwischen den Kontinenten hin und her verschifft werden, weil sie natürlich immer da produziert und weiterverarbeitet werden, wo es am billigsten ist. Das ist ein unglaublich viel größerer Ausstoß an CO2 im Vergleich zu dem, was vielleicht der einzelne Pendler verursacht, weil er zu seinem Arbeitsplatz fährt und dann möglicherweise auch wirklich sein Auto braucht, weil der öffentliche Nahverkehr nicht da ist und weil die Bahnstrecken stillgelegt wurden. Also deswegen, wenn wir über Umwelt reden, müssen wir über Wirtschaft reden und über Wirtschaftsinteressen. Und eine Partei, die nicht in der Lage und nicht willens ist, sich mit diesen Wirtschaftsleuten anzulegen, die ist am Ende auch keine Umweltpartei. Das gehört schon zusammen und die soziale Frage gehört auch dazu. Es wird keinen Umweltschutz geben zulasten einer Mehrheit von Menschen, denen es heute schon nicht gut geht. Und natürlich sollten wir, wenn wir über all die Gefahren reden, die auf unserer Welt so lauern und die uns bedrohen, auch nicht ganz vergessen, es gibt eine ganz große Gefahr, auf die in der öffentlichen Debatte eine viel zu geringe Rolle spielt. Das ist die Kriegsgefahr. Die ist nicht weg. Also es wird teilweise so getan, als gibt es ganz viele Bedrohungen, aber irgendwie über Krieg und Frieden redet keiner. Diese Welt ist immer noch eine Welt voller Atomwaffen. Und es gibt genügend verantwortungslose Leute, die jetzt betreiben, dass die Atomwaffen in Deutschland modernisiert werden. Und das, was sich zurzeit im Nahen Osten ereignet, das ist erschreckend, weil das eine nächste Stufe der Eskalation ist. Ich meine die Konfrontation mit dem Iran. Und natürlich müssen wir uns jetzt nicht alle selber versichern. Ich glaube, da sind wir alle einer Meinung. Keiner von uns findet das Mullah-Regime gut im Iran. Das ist ja gar keine Frage. Wobei ich da auch gerne mal anmerken möchte, dass überhaupt die Mullahs im Iran an die Macht gekommen sind. Das war nicht nur, weil die Bevölkerung irgendwann das gestützt hätte, sondern das hat ganz viel damit zu tun, dass eine demokratische Entwicklung, die es im Iran mal gegeben hat in den 50er Jahren, mit einem demokratisch gewählten, progressiven Präsidenten, der aber den großen Fehler gemacht hat, dass er die ganzen Ölkonzerne enteignen wollte, dass diese Entwicklung abgebrochen wurde von den Briten und von den Amerikanern und deren Geheimdiensten. Das war ein Putsch. Und erst dann kam der Schah und dann kamen die Mullahs. Also wenn man über Geschichte redet, muss man auch über solche Verantwortung reden. Aber am Ende, wenn wir über den jetzigen Konflikt sprechen, wenn wir über den Konflikt jetzt im Iran und gegenüber dem Iran sprechen, da geht es nicht darum, ob man das Regime gut findet, sondern da geht es ausschließlich darum, wer dort eskaliert. Und das ist nicht die iranische Führung. Und deswegen finde ich und würde ich mir wirklich wünschen, dass wir in Deutschland eine Regierung hätten, die endlich mal das Rückgrat hat, auch eine klare Ansage in Richtung Washington zu machen. Die haben das Abkommen gekündigt und die sind dafür verantwortlich, dass jetzt dort alles auf den Ruder geht. Es hat ja niemand in Frage gestellt, dass der Iran sich an das Abkommen gehalten hat. Solange es galt, hat er sich dran gehalten. Und jetzt haben die Amerikaner es aufgekündigt und die Europäer sind bis jetzt nicht in der Lage oder nicht willens, tatsächlich diese fatalen wirtschaftlichen Wirkungen, die die Aufkündigung des Abkommens für den Iran haben, hat diese Wirkungen in irgendeiner Weise abzufedern. Sondern der Iran ist jetzt in der Situation, der hat ein Abkommen, das ihm nichts mehr bringt. Und natürlich kommen dann die Hardliner aus den Löchern und sagen, na jetzt, die wollten das Abkommen nie, jetzt brechen wir das auf, wir reichern das Atom wieder an. Aber das zeigt doch, wie wahnsinnig diese Politik von dem Trump ist und wie wahnsinnig die Politik der USA ist, immer wieder Abkommen zu brechen, aufzukündigen, in Wildwestmanier auf dieser Welt sich auszutoben, wo sie irgendwo meinen, dass sie Rohstoffinteressen oder Absatzmärkteinteressen haben, überall zu agieren, als gäbe es kein internationales Recht. Und das muss man doch ansprechen, wer hier der Verantwortliche ist. Und ich finde, wir brauchen dagegen endlich eine europäische Politik, die eigenständig ist und souverän ist und die eigenen Interessen aussieht.
Weil ich meine, es ist ja so viel Unheil schon angerichtet worden durch diese Kriege, die immer damit gerechtfertigt wurden, dass man irgendwelche Diktaturen stürzen wollte. Und das Interessante ist ja auch, Diktaturen stören Washington ja immer nur, wenn sie den eigenen Interessen nicht willfährig unterworfen sind und unterwürfig sind. Also die saudi-arabische Diktatur, die ist mindestens so brutal. Da werden Leute geköpft, da werden Leute zu Tode gepeitscht für im Grunde nichts und wieder nichts. Da gibt es enge Verbindungen. Aber da, wo eine Diktatur irgendwo nicht genau das macht, was man will, da geht man mit Krieg vor. Und überall ist nur Unheil angerichtet worden. Im Irak, in Libyen, in Afghanistan, in Syrien. Überall ist Wohlstand vernichtet worden, es sind Menschen in Größenordnung, Menschenleben ausgelöscht worden. Und ich fand es ja wirklich schon einen schlechten Scherz, wenn es nicht so traurig wäre, dass der Angriff auf den Iran mit der Begründung im letzten Moment abgeblasen wurde, dass Trump gesagt hat, naja, es könnten ja Menschenleben zu Schaden kommen. Also ehrlich gesagt, da hat es mir wirklich die Sprache verschlagen. Ich war ja froh, dass der Angriff nicht stattfand, klar. Aber diese verlogene Begründung von einem Land, das auf der ganzen Welt mit Drohnen mordet und mit Kriegen mordet und wie viele Hunderttausende, ja Millionen Menschen sind im Irak gestorben, sind in Syrien gestorben, sind in Afghanistan gestorben und jetzt kommt er allen Ernstes und die Medien nehmen das hin, als wäre das normal, dass er sagt, also wegen der Menschenleben hat er jetzt erstmal da ein Stoppsignal gesetzt und das heißt natürlich nicht, dass die Kriegsgefahr damit weg ist. Und ich finde, jetzt muss endlich aus Europa und aus Deutschland vor allem ein klares Signal kommen, wenn ihr da weiter eskaliert, wir machen nicht mit, wir werden keinen Krieg gegen den Iran unterstützen, weder direkt noch indirekt. Das muss doch endlich mal gesagt werden und nicht immer nur rumlaviert. Und nicht mitmachen heißt dann eben auch nicht mitmachen. Also beim Irakkrieg waren wir zwar nicht direkt beteiligt, aber die USA hat ihre Überflugrechte gekriegt, die USA hat ihre Militärbasen in Deutschland genutzt. Und ich finde, da muss jetzt auch deutlich sein, weil dann könnten sie gar nicht so Kriege führen, wie sie das bisher gemacht haben. Schluss damit, keine Infrastruktur, die in Deutschland ist, keine Überflugrechte für Kriegsmaschinen, die im Nahen Osten nur Unheil anrichten und dort Menschenleben zu Tode bringen. Das darf nicht sein und das würden wir nicht mehr mittragen. Aber auch das wird natürlich von dieser großen Koalition wahrscheinlich nicht zu erwarten sein. Also der kleine Maas, der dann immer so rumläuft und überall versucht, sich durchzuwinden. Auch dafür bräuchten wir irgendwann mal eine Regierung, die auch wieder anknüpft an das, was früher mal schon in Deutschland Außenpolitik war. Ein Willy Brandt, der hat sich damals hingestellt und einen Satz gesagt, den ganz, ganz viele Menschen unterschreiben würden, nämlich nach den ganzen Desastern des 20. Jahrhunderts, von deutschem Boden darf nie wieder Krieg ausgehen. Und das ist das, was die Linke sich wünscht, eine Regierung, die dazu steht, dass wir nie wieder Krieg von deutschem Boden haben. Und nun weiß ich, die Linke in Sachsen oder im sächsischen Landtag wird natürlich nicht über Krieg und Frieden in dem Maße entschieden. Aber es ist natürlich trotzdem so, es gibt im Bundestag nur eine Partei, die sich sämtlichen Militäreinsätzen verweigert hat. Und wenn man diese Partei, nämlich die Linke, stützt, auch hier in Sachsen, dann hat man eine Partei gestützt, die in dieser Frage eine ganz klare Haltung hat. Und ich finde, auch dafür haben wir es wirklich verdient, in Sachsen stark am 1. September abzuschneiden mit Ihrer Unterstützung. Und deswegen bedanke ich mich und freue mich auf den Wahlkampf in Sachsen und wünsche mir, dass Sie alle dabei sind. Vielen Dank.
Vielen Dank, Sarah. Vielen Dank, dass Leute hier waren.